Moin, ich bin schon wieder Wolfgang aus Flensburg. Wundert euch nicht, wenn das hier immer so hell und dunkel wird. Das liegt irgendwie an meinem Tablet. Ich weiß nicht, was damit los ist. Das habe ich jedenfalls bei den letzten Videos schon gemerkt, die ich hier gemacht habe. Aber darum soll es eigentlich gar nicht gehen. Soll auch nur ganz kurz werden. Wir hatten heute wunderschönes Wetter, Sonnenschein. Aber im Radio und in der Zeitung wird gewarnt, da wir stetigen Ostenwind haben, aber richtig kräftigen Ostenwind, kein Sturm, einfach nur kräftigen Wind, hat man für heute Nacht ein Hochwasser am Hafen angekündigt. Und da habe ich mir gedacht, ich tüffel mal zum Hafen runter und mach mal so ein paar kleine Schnappschüsse, ein paar Schnipsel und zeige euch ein paar Impressionen aus dem Flensburger Binnenhafen, wie man ihn eigentlich relativ selten gewöhnt ist. Also mit ein bisschen kabbeliger See und auch ich fand es ganz interessant und ich denke, ich lasse euch daran teilhaben. Das war es eigentlich schon. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, moin moin aus Flensburg. Traumwetter und der erste Oststurm kommt. Die Förde ist sehr bewegt und das hier im Innenhafen. Und ich glaube, ihr könnt mich gar nicht verstehen bei dem Wind. Aber es wird nicht mehr lange dauern und das Wasser wird rüberlaufen. Na, wo will der denn hin? Der will doch wohl hoffentlich nur zur anderen Seite. Er hat ein paar Reste im Segel. Auf die Jungs und Mädels wartet sicher auch noch heute eine Menge Arbeit. Das war die letzte Fahrt für heute. Die stellen jetzt auch ihre Förderrundfahrten ein. Ich sah gerade, wie sie einige Leute, die auf die nächste Tour warteten, wegschicken. Ist das nicht eine Schönheit? So, jetzt werde ich ganz schnell nach Hause gehen, denn Pfeife rauchen hat keinen Sinn. Obwohl es traumhaftes Wetter ist, aber das ist mir zu windig. Ich werde jetzt nach Hause gehen, mir einen schönen heißen Kaffee machen und ein Pfeifchen anzünden. Ich sage Moin aus Flensburg. Bis zum nächsten Mal.